Willkommen zum Brain Booster Kanal. Heute werden wir uns mit der reichen Geschichte, Kultur, Tourismus, Wirtschaft und Politik Italiens beschäftigen. Von dem antiken Römischen Reich bis zur blühenden Modeindustrie von heute werden wir alle faszinierenden Aspekte dieses wunderschönen Landes erkunden. Egal, ob Sie ein Geschichtsinteressierter, ein Feinschmecker oder ein Liebhaber von Kunst sind, wir haben etwas für Sie. Lehnen Sie sich also zurück, entspannen Sie sich und begleiten Sie uns auf dieser Reise durch das Herz Italiens. Und vergessen Sie nicht, bis zum Ende des Podcasts dabei zu bleiben, denn wir haben aufregende Neuigkeiten und Updates für Sie. Italien hat eine reiche und komplexe Geschichte, die das Land geprägt hat, wie es heute ist. Eines der bedeutendsten historischen Ereignisse in der Geschichte Italiens war das Römische Reich. Das Römische Reich war eines der größten Imperien der Geschichte und hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf Italien. Es brachte dem Land ein Gefühl von Einheit und Ordnung sowie viele kulturelle und architektonische Schätze wie das Kolosseum und das Pantheon. Die Renaissance, die im 14. Jahrhundert begann, war eine Zeit der großen kulturellen und intellektuellen Erneuerung in Italien. Es war eine Zeit großer künstlerischer und literarischer Leistungen, und viele der berühmtesten Kunstwerke und literarischen Werke der Welt wurden in dieser Zeit geschaffen. Künstler wie Michelangelo, Leonardo da Vinci und Raphael sowie Schriftsteller wie Dante und Petrarca hinterließen ein bleibendes Erbe, das uns bis heute inspiriert und beeinflusst. Die Barockzeit, die von Anfang des 17. bis Mitte des 18. Jahrhunderts dauerte, zeichnete sich durch Grandiosität, Drama und Liebe zur kunstvollen Dekoration aus. Es war eine Zeit großer künstlerischer und architektonischer Leistungen, und viele der berühmtesten Kirchen und Paläste in Italien wurden in dieser Zeit erbaut. Andere historische Ereignisse, die eine wichtige Rolle bei der Gestaltung Italiens spielten, sind die Vereinigung Italiens im Jahr 1861, die die Bildung des modernen italienischen Staates markierte, und der Aufstieg des Faschismus im 20. Jahrhundert. Diese Ereignisse und viele weitere haben alle zur reichen Vielfalt der italienischen Geschichte beigetragen und dazu beigetragen, dass das Land zu dem lebendigen und vielfältigen Ort wurde, der es heute ist. Zusätzlich sollten wir den Einfluss der römisch-katholischen Kirche auf die Geschichte Italiens nicht vergessen, da sie seit Jahrhunderten eine wichtige politische und kulturelle Kraft ist. Von der Rolle des Papsttums in der Renaissance bis zum Status des Vatikans als souveräner Staat hat die Kirche einen bedeutenden Einfluss auf die italienische Geschichte gehabt und ist auch heute noch ein wichtiger Teil der italienischen Kultur. Zusammenfassend ist die Geschichte Italiens eine komplexe und faszinierende Geschichte. Von der Größe des Römischen Reiches über die künstlerischen und literarischen Errungenschaften der Renaissance, von der kunstvollen Dekoration der Barockzeit bis zu den politischen und sozialen Entwicklungen der modernen Ära ist die Geschichte Italiens ein reiches Geflecht, das das Land und die Welt bis heute prägt. Italien ist für seine reiche Kultur und Geschichte bekannt, und nirgendwo wird dies deutlicher als in seiner Küche. Von den klassischen Gerichten Pasta, Pizza, Risotto und Gelato bis hin zu den regionalen Spezialitäten wie sizilianischem Meeresfrüchte, neapolitanischer Pizza und toskanischem Steak ist die italienische Küche vielfältig, geschmackvoll und tief in der Tradition verwurzelt. In diesem Abschnitt unseres Podcasts werden wir die Geschichte, Zutaten und kulturelle Bedeutung der italienischen Küche erkunden sowie den Einfluss der italienischen Küche auf die Welt und die Beliebtheit italienischer Restaurants untersuchen. Wenn es um die italienische Küche geht, denkt man sofort an einige Gerichte, Pasta, Pizza, Risotto und Gelato. Diese traditionellen Gerichte sind auf der ganzen Welt beliebt und ein fester Bestandteil der italienischen Kultur. Aber die italienische Küche ist viel mehr als nur diese klassischen Gerichte. Lassen Sie uns mit Pasta beginnen. Es ist ein Grundnahrungsmittel der italienischen Küche, aber es gibt hunderte von verschiedenen Arten und Formen, von denen jede ihre eigene einzigartige Geschichte und Herkunft hat. Einige Beispiele sind Spaghetti, Fettuccine und Rigatoni, die alle aus verschiedenen Arten von Mehl, Eiern und anderen Zutaten hergestellt werden. Jede Region Italiens hat ihre eigenen Spezialitäten, wie zum Beispiel Pesto alla Genovese, eine Sauce aus Basilikum, Pinienkernen, Parmesankäse und Olivenöl aus der Region Ligurien.
Pizza ist ein weiteres unverzichtbares italienisches Gericht, und die Stadt Neapel ist besonders bekannt für ihre Pizza, insbesondere die Margherita und die Marinara, die aus einfachen, aber hochwertigen Zutaten hergestellt werden. Die Margherita Pizza ist eine einfache Pizza aus Tomaten, Mozzarella-Käse und Basilikum, die die Farben der italienischen Flagge repräsentiert. Die italienische Küche hat einen tiefgreifenden Einfluss auf die Welt gehabt, von der Beliebtheit italienischer Restaurants bis hin zur Verwendung italienischer Zutaten in der internationalen Küche. Die italienische Küche gilt als eine der beliebtesten und angesehensten Küchen der Welt und entwickelt sich weiter und passt sich neuen Trends und Geschmacksrichtungen an. Eine der Besonderheiten der italienischen Küche ist der Fokus auf hochwertige, frische Zutaten. Von den in der reichen Erde Süditaliens angebauten Tomaten bis zum aus den Bäumen der Toskana gepressten Olivenöl werden die in der italienischen Küche verwendeten Zutaten sorgfältig für ihren Geschmack und ihre Qualität ausgewählt. Tomaten sind zum Beispiel eine Grundzutat vieler italienischer Gerichte, von Pastasaußen bis hin zu Pizzen. Sie werden oft in ihrer rohen Form verwendet, wie zum Beispiel im Caprese-Salat, oder zu einer reichhaltigen und aromatischen Sauce verkocht. Olivenöl ist eine weitere Schlüsselzutat in der italienischen Küche. Es wird zum Kochen und als Finessingöl verwendet. Italienisches Olivenöl gilt als eines der besten der Welt und wird oft in einer Vielzahl von Gerichten verwendet, von Pasta und Risotto bis hin zu Salaten und Brot. Käse ist auch eine sehr wichtige Zutat in der italienischen Küche. Parmesan, Mozzarella und Gorgonzola sind einige der bekanntesten italienischen Käsesorten. Sie werden in einer Vielzahl von Gerichten verwendet, von Pasta und Risotto bis hin zu Pizzen und Fleischgerichten. Kräuter und Gewürze werden in der italienischen Küche ebenfalls ausgiebig verwendet, wobei Basilikum, Oregano und Knoblauch zu den beliebtesten gehören. Sie werden verwendet, um Gerichten Geschmack und Tiefe zu verleihen und werden oft in Verbindung mit anderen Zutaten verwendet, um eine ausgewogene Geschmackskomposition zu schaffen. In der italienischen Küche werden Zutaten oft in ihrer frischesten und natürlichen Form verwendet und auf eine Art und Weise kombiniert, die ihre individuellen Geschmacksrichtungen hervorhebt und gleichzeitig ein harmonisches Gleichgewicht des Geschmacks schafft. Die italienische Küche dreht sich nicht nur um die Zutaten, sondern auch um die Traditionen und Bräuche, die sie im Laufe der Zeit geprägt haben. Eine der wichtigsten Traditionen in der italienischen Küche ist das Konzept der La Famiglia oder die Familie. Mahlzeiten werden oft im Familienstil serviert, mit großen Platten voller Essen, die in der Mitte des Tisches platziert werden, damit jeder sie teilen kann. Dies spiegelt das starke Gefühl der Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit wider, das im Herzen der italienischen Kultur liegt. Eine andere Tradition ist die La Passeggiata oder der Spaziergang, die ein Ritual ist, das am Abend stattfindet, wenn Freunde und Familie zusammenkommen, um in der Stadtmitte spazieren zu gehen und zu plaudern, oft mit Aperitifs oder einer leichten Mahlzeit. Dies ist auch eine Zeit, zu der die Menschen sich oft schick machen und ihre neuen Kleider zeigen, und es ist eine Möglichkeit, sozial zu sein und Gemeinschaft aufzubauen. Die italienische Küche ist auch eng mit religiösen und kulturellen Feierlichkeiten verbunden. Zum Beispiel werden während der Weihnachtszeit traditionelle Gerichte wie Cotechino und Lenticchi, Linsen, serviert, während der Osterzeit Gerichte wie Agnello, Lamm und Colomba, taubenförmiger Kuchen, üblich sind. Diese Gerichte sind oft von Symbolik durchdrungen und tragen eine besondere Bedeutung für diejenigen, die daran teilnehmen. Die italienische Küche dreht sich nicht nur um das Essen selbst, sondern auch um die Rituale und Traditionen, die es umgeben. Diese Traditionen tragen dazu bei, ein Gefühl der Verbundenheit und Gemeinschaft zu schaffen und machen Mahlzeiten und Zusammenkünfte zu etwas Besonderem und Bedeutungsvollem. Sie tragen auch dazu bei, das kulturelle Erbe und die Identität Italiens zu bewahren und geben Besuchern einen Einblick in die reiche Geschichte und Kultur des Landes. Neben diesen traditionellen Bräuchen ist ein weiterer wichtiger Aspekt der italienischen Küche die Konzentration auf die Verwendung von saisonalen Zutaten. Dies bedeutet, dass Gerichte und Zutaten sich mit den Jahreszeiten ändern und die frischesten und schmackhaftesten Produkte jeder Jahreszeit hervorheben.
Dies trägt dazu bei, sicherzustellen, dass Mahlzeiten immer mit den hochwertigsten Zutaten zubereitet werden und hält die Küche auch abwechslungsreich und stets im Wandel. Schließlich ist die italienische Küche für ihre Einfachheit bekannt und verlässt sich oft auf wenige hochwertige Zutaten, um ein Gericht zu kreieren. Italienische Köche glauben, dass die Qualität der Zutaten für sich selbst spricht und daher nicht mit zu vielen Gewürzen oder komplizierten Zubereitungsmethoden verdeckt werden muss. Als nächstes werden wir die Kunst und Architektur Italiens erkunden. Wenn es um Kunst und Architektur geht, ist Italien wirklich ein Schatz an Meisterwerken und ikonischen Wahrzeichen. Von den zeitlosen Werken Michelangelos, Leonardos da Vinci, Raffaels und Botticellis bis zur Pracht des Kolosseums, des Pantheons, des schiefen Turms von Pisa und des Doms von Florenz hat Italien für Kunst- und Architekturliebhaber aller Art etwas zu bieten. Eine der bekanntesten Kunst- und Architekturepochen in Italien ist die Renaissance. Diese Epoche, die sich vom 14. bis zum 17. Jahrhundert erstreckte, sah eine Wiederbelebung des klassischen Lernens und der Künste und produzierte einige der bedeutendsten Kunstwerke und Architekturen der Geschichte. Michelangelos David, Leonardos Mona Lisa und Raffaels Sixtinische Madonna sind nur einige Beispiele für die Meisterwerke, die während dieser Zeit geschaffen wurden. Ein weiterer wichtiger architektonischer Stil in Italien ist der Barock. Dieser Stil, der im späten 16. Jahrhundert entstand, ist durch aufwendige Dekoration und Pracht gekennzeichnet. Einige der berühmtesten barocken Architekturdenkmäler in Italien sind der Trevi-Brunnen in Rom und der Königspalast von Caserta. Auch die Gotikarchitektur ist in Italien vertreten, wobei einige der bemerkenswertesten Beispiele der Florentiner Dom und die Basilika San Francesco in Assisi sind. Diese Stile haben nicht nur Italien geprägt, sondern auch einen enormen Einfluss auf die Welt gehabt. Die Renaissance zum Beispiel verbreitete sich in ganz Europa und hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die Kunst und Architektur anderer Länder. Ebenso hatte der Barockstil einen signifikanten Einfluss auf die Architektur in Amerika und anderen Teilen der Welt. Also, ob Sie ein Kunst- und Architekturliebhaber sind oder einfach mehr über den kulturellen und historischen Kontext erfahren möchten, der diese Meisterwerke geprägt hat, es gibt für jeden etwas in der Kunst und Architektur Italiens zu entdecken. Und denken Sie daran, Italien hat noch viel mehr zu bieten, von den antiken Ruinen des Römischen Reiches über die wunderschönen Fresken und Mosaike in den Kirchen bis hin zu den zeitgenössischen Kunstgalerien. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken und zu schätzen. Während wir unsere Reise durch die Kultur Italiens fortsetzen, werden wir uns in diesem nächsten Abschnitt der Welt der italienischen Literatur und Musik widmen. Von den epischen Gedichten Dantes und den Stücken von Shakespeares Zeitgenossen Giuseppe Verdi bis hin zu den modernen Romanen von Italo Calvino hat Italien eine reiche und vielfältige literarische und musikalische Tradition. Die italienische Literatur hat einen bedeutenden Einfluss auf die Welt gehabt, wobei viele italienische Dichter und Schriftsteller internationale Berühmtheit und Anerkennung erlangt haben. Deren Werke wurden in mehrere Sprachen übersetzt und werden auch heute noch gelesen und studiert. Von Dantes Göttlicher Komödie bis hin zu zeitgenössischen Autoren wie Italo Calvino und Umberto Eco hat die italienische Literatur einen unvergesslichen Eindruck in der Welt der Literatur hinterlassen. Wenn es um Musik geht, hat Italien eine reiche und vielfältige Tradition. Berühmte italienische Komponisten wie Verdi, Puccini und Rossini haben einige der dauerhaftesten und ikonischsten Werke in der Geschichte der Musik geschaffen. Ihre Opern werden weiterhin auf Bühnen auf der ganzen Welt aufgeführt, und ihr Einfluss ist in den Werken vieler zeitgenössischer Komponisten und Interpreten zu hören. Italien hat auch viele berühmte Musiker im Bereich der klassischen Musik hervorgebracht, wie den berühmten Geiger Niccolò Paganini und viele berühmte Opernsänger wie Luciano Pavarotti. Italienische Mode ist eine Branche, die seit langem für ihre Eleganz, Handwerkskunst und hochwertigen Materialien bekannt ist. Von der Entstehung berühmter italienischer Modehäuser wie Gucci, Prada und Versace bis hin zu den ikonischen Designs von Giorgio Armani, Valentino und Miuccia Prada hat die italienische Mode einen bedeutenden Einfluss auf die globale Branche gehabt. Eines der bemerkenswertesten Merkmale der italienischen Mode ist die Betonung von Handwerkskunst.
Viele italienische Modehäuser und Designer sind für ihren Einsatz von hochwertigen Materialien wie Leder und Seide sowie für ihre Liebe zum Detail bei der Anfertigung und Herstellung bekannt. Das Ergebnis sind Kleidungsstücke, die nicht nur schön, sondern auch langlebig und strapazierfähig sind. Die italienische Mode ist auch für ihre Zeitlosigkeit bekannt. Viele italienische Modehäuser und Designer gibt es seit Jahrzehnten, und ihre Designs spiegeln oft ein Gefühl von klassischer Eleganz wider, das nie aus der Mode kommt. Dies steht im Gegensatz zur Fast Fashion, die oft Trends vor Qualität und Langlebigkeit stellt. Ein weiterer wichtiger Aspekt der italienischen Mode ist die Konzentration auf regionale Vielfalt. Jede Region Italiens hat ihren eigenen einzigartigen Stil und Ästhetik, die sich in der Modebranche widerspiegelt. Florenz ist beispielsweise für ihre Lederwaren, Mailand für ihre hochwertige Mode und Neapel für ihre Schneiderkunst bekannt. Diese regionale Vielfalt trägt zur Reichhaltigkeit und Vielfalt der italienischen Modebranche bei. Trotz ihres Erfolgs steht die italienische Modeindustrie vor einer Reihe von Herausforderungen in der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Der zunehmende Wettbewerb aus anderen Modemetropolen wie Paris und London sowie der Aufstieg des E-Commerce und der Fast Fashion haben Druck auf die Branche ausgeübt. Die Branche bleibt jedoch widerstandsfähig und setzt ihre Innovationen und Anpassungen fort, um im globalen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Zusammenfassend ist die italienische Modeindustrie eine Branche, die es wert ist, erforscht und geschätzt zu werden. Von ihrer Aufmerksamkeit für Handwerkskunst und zeitlose Designs bis hin zu ihrer regionalen Vielfalt und dem Schwerpunkt auf Qualität ist die italienische Mode ein Schatz der kulturellen Erbes, der die Welt weiterhin inspiriert und beeinflusst. Bisher haben wir die reiche Geschichte, Kultur und Kunst Italiens besprochen, aber es gibt einen weiteren Aspekt dieses wunderschönen Landes, der nicht übersehen werden darf: Tourismus. Von den sanften Hügeln der Toskana bis zu den bezaubernden Straßen Venedigs gibt es für jeden etwas zu genießen. Wenn es um den Tourismus in Italien geht, sind die ersten Städte, die einem in den Sinn kommen, wahrscheinlich Rom, Florenz, Venedig und Mailand. Diese Städte sind alle unglaublich beliebt und das aus gutem Grund. Rom beherbergt einige der weltweit bekanntesten Sehenswürdigkeiten wie das Kolosseum und das Pantheon. Florenz ist berühmt für seine Kunst und Architektur, einschließlich des Doms und der Offizien. Venedig ist eine einzigartige Stadt, die auf dem Wasser gebaut ist und ein Muss für jeden, der Kanäle und Gondeln liebt. Mailand ist eine wichtige Hauptstadt für Mode und Design und beherbergt das berühmte Opernhaus La Scala. Aber Italien ist ein großes Land mit vielen anderen Zielen, die einen Besuch wert sind. Puglia im Süden Italiens ist für seine schönen Strände und charmanten Städte bekannt. Sardinien ist eine Insel mit einigen der schönsten Strände im Mittelmeer. Die Dolomiten im Nordosten Italiens sind ein großartiges Ziel für Outdoor-Enthusiasten und bieten Wander-, Ski- und Klettermöglichkeiten. Bei der Planung Ihrer Reise nach Italien ist es wichtig, die beste Reisezeit zu berücksichtigen. Die Hauptsaison für Touristen ist von Juni bis August, aber dies ist auch die heißeste und am meisten überfüllte Zeit des Jahres. Frühling und Herbst sind großartige Alternativen mit milderen Temperaturen und kleineren Menschenmengen. In Bezug auf Unterkünfte gibt es eine Vielzahl von Optionen, von budgetfreundlichen Hostels bis hin zu luxuriösen 5-Sterne-Hotels. Der Transport ist ebenfalls leicht zu navigieren, mit vielen Optionen wie Zügen und Bussen, die die großen Städte verbinden. Schließlich empfehlen wir, das Beste aus Ihrem Besuch herauszuholen, indem Sie sich in die lokale Kultur eintauchen, die lokale Küche ausprobieren und natürlich einige Worte auf Italienisch sprechen. Mit etwas Planung und einem offenen Geist werden Sie sicherlich eine unvergessliche Erfahrung in Italien haben. Italien hat eine gemischte Wirtschaft mit einem großen Industriesektor und einem bedeutenden Agrarsektor. Trotz seines reichen kulturellen Erbes und hoher Lebensqualität hat Italien in den letzten Jahrzehnten wirtschaftliche Herausforderungen wie hohe öffentliche Schulden und niedrige Wachstumsraten zu bewältigen. In den 1990er Jahren und Anfang der 2000er Jahre führte Italien eine Reihe von Strukturreformen durch, die darauf abzielten, die Wirtschaft zu modernisieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.
Diese Reformen umfassten die Privatisierung staatlicher Unternehmen, die Liberalisierung bestimmter Branchen und die Einführung von Flexibilität am Arbeitsmarkt. Trotz dieser Bemühungen bleibt die Wirtschaft Italiens im Vergleich zu anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften unterdurchschnittlich. Dies kann teilweise auf eine Reihe von Faktoren zurückgeführt werden, darunter ein stark fragmentierter Bankensektor, ein langsam arbeitendes Rechtssystem und ein rigider Arbeitsmarkt. In den letzten Jahren hat Italien Schritte unternommen, um diese Herausforderungen anzugehen und das Wirtschaftswachstum zu fördern. Die Regierung hat eine Reihe von Reformen eingeführt, die darauf abzielen, das Geschäftsumfeld zu verbessern und das Unternehmen zu erleichtern, zu wachsen und einzustellen. Darüber hinaus hat die Europäische Union Unterstützung für Italiens Bemühungen zur Reduzierung der öffentlichen Schulden und zur Verbesserung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit bereitgestellt. Trotz dieser Bemühungen bleibt die Wirtschaft Italiens in einer schwierigen Position, mit hohen Schulden und einer träge Wachstumsrate. Aus diesem Grund glauben viele Experten, dass weitere Reformen erforderlich sein werden, um die italienische Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen und ihre langfristige Stabilität und Erfolg zu gewährleisten. Zusammenfassend haben wir in dieser Episode die reiche und faszinierende Kultur Italiens untersucht. Von der köstlichen Küche über die renommierte Kunst und Architektur bis hin zur berühmten Literatur und Musik, der pulsierenden Modewelt, den verschiedenen und wunderschönen Reisezielen und schließlich der komplexen und dynamischen Wirtschaft und Politik. Wir hoffen, dass Ihnen diese Episode gefallen hat und Sie etwas Neues und Interessantes über Italien gelernt haben. Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende des Podcasts dabei geblieben sind. Wir hoffen, Sie haben uns genauso gerne zugehört, wie wir es genossen haben, diese Informationen mit Ihnen zu teilen. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und unsere anderen Podcasts anhören würden. Wir haben viele weitere interessante Themen zu erforschen und mit Ihnen zu teilen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, Sie in unserer nächsten Episode zu sehen.